Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute kamen die neuen Adrenalin XL FIFA 365 raus. Die deutsche Edition hier sieht man hier oben. Ich habe hier das Display jetzt. Kostet 4,90 €, wie ihr hier sehen könnt. Mit 30 Karten. Hier steht noch drauf, mit einer Limited Edition Karte und einer Special Card extra. Und man sieht schon, hier ist Ivan Perisic drin. Ja. Und jetzt kommt erstmal das Intro. Ja, endlich ist es soweit und die neue Serie ist jetzt rausgekommen. Das Starter-Pack kommt ja erst so Mitte September. Was weiß ich warum. Ich hätte erst das Starter-Pack rausgebracht und dann den Rest. Aber naja. So ist halt Panini. So sieht der Blister aus, kennt ihr ja alle, nur halt, dass jetzt anders designt ist und ja. So, dann schneiden wir das mal auf hier. Ich bin schon richtig gehypt auf diese Serie. War eben extra gucken gewesen, ob es irgendwo bei uns welche gibt, weil ich habe mir welche vorbestellt und ich kriege das natürlich erst, wenn alles zusammen ist. Weil ich so schlau war und nicht richtig geguckt habe. Hier kann man noch Spiele online Adrenalin. Was steht da? Adrenalin PF 365. So, irgendwie spinnt meine Kamera. Naja, stört euch nicht darüber. Hauptsache, ihr seht mich. So. So sieht die Limi aus. Gesamt 22, 84 Angriff, Mittelfeld 93 und Abwehr 67. Denke mal, das stimmt so. Dann sieht man hier noch Elfmeter. Da ist ein Punkt drauf, ein grüner. Wenn ihr den seht. Und halt hier die Positionen. Dann hier der Verein. Dann der Name. Ganz links unten steht Limited Edition. Ja, sieht ja mal richtig nice aus. So, die legen wir mal auf die Seite. Dann haben wir hier die Club-Badge. Oder Club-Badge. Und zwar hier von Borussia Dortmund. Da steht dann noch Borussia Dortmund, Deutschland-Logo, Deutschland-Wappen. Dann 1909. Dann steht hier noch plus 5. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht steht das irgendwann mal irgendwo in den im Starter Pack. So, hier haben wir schon mal ein Design. Dann haben wir hier ein zweites. Hier haben wir noch ein drittes. Ich glaube, vier Designs gibt es, glaube ich. So viel wie ich weiß. So, da bin ich mal gespannt hier, was in dem Booster drin ist. Also diese zwei Karten, die gefallen mir schon gut. So, hier steht dann drauf 414 Karten gibt es insgesamt. Standard Cards gibt es 192. Special Cards gibt es 114 Fans. Eins in jedem Pack.
dann 45 Gold, eins in jedem vierten Pack, 36 Power-Up in einem in jedem sechsten Pack, 18 Multiple, einen in 8 Packs und 9 Rare in einem in 30 Packs. Also hoffe ich mal, dass wir eine Rare haben hier. So. Öffnen wir mal den ersten Booster. So. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sie auch sammelt dann. So rum, so rum. Machen wir es erstmal so rum, ich weiß ja nicht. Oder wartet mal, ich mache es so. So mache ich es. So. Hier hat mir als erstes Pjanic von Juventus Turin. Richtig nice. Auch die ist alles so in den Clubfarben gehalten. Von hinten sehen sie dann so aus. Den Code könnt ihr ruhig haben. Juckt mich nicht. Juckt mich nicht. Oh, hier der erste Bayern-Spieler. Javi Martinez. Richtig nice. Dann haben wir einen von. Was ist das nochmal? Ja. Ich komme jetzt nicht gerade auf den Namen vom Verein. Kutepov ist das hier. Komme nicht auf den Verein jetzt im Moment. Dann hier von Neapel, Mario Rui. Dann haben wir hier Rafael Varane als Defensive Rock. Richtig cool, also ich finde die richtig nice. Was steht hier drauf? Duels won 54%. Oh. So, die legen wir mal hier hin. Dann haben wir hier Fans Favorite Marcelo. Matches 400 plus. Nice, 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 nice. Ja, ich sehe die jetzt nochmal. Cool. Mir gefällt die Serie schon mal sehr nice. Gut, die Booster Designs, jo. Könnten ein bisschen besser sein. So. Erstmal schauen, was ich hier rummachen muss. Also man muss immer noch ziemlich viel hier drehen. Also da hat sich nichts getan. So. Hier haben wir Bernardeschi von Juventus. Richtig nice. Dann haben wir Wilma Barrios. Dann haben wir als nächstes José Sá. Dann haben wir Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain. Dann haben wir hier das nächste Club Beige von PSV Eindhoven. Das wäre schon mal das zweite. Bin mal gespannt, wie das nachher alles in der Mappe aussieht. Hier haben wir Mattia Perrin
von Juve. Also es sind sehr viele Juve-Spieler drin, merke ich mal. Hier eins, zwei, warum hier nicht noch einer dabei? Schau mal gerade. Doch hier. Ach, drei Stück. Okay. Aber trotzdem mehr enthalten. Hier haben wir zwei Real Madrid-Spieler. Weiter geht's. Noch drei Booster, dann ist der Display schon wieder vorüber. So, schauen wir mal. Okay. Mal die besten mache ich nach hinten. So. Hier haben wir die nächsten Bayern-Spieler. David Alaba. Das freut mich natürlich. Dann haben wir Jordi Alba von Barcelona. Auch schön gehalten hier. Gefällt mir. Hinten dran das Stadion. Dann hier vorne die Farben von Barcelona. Hier haben wir Chinchi Kagawa von Dortmund. Grüße gehen jetzt an Dennis Strauss. Der ist ja Dortmund-Fan. Oh, der nächste Bayern-Spieler, Kingsley Coman. Richtig nice. So, jetzt haben wir zwei schöne Karten. Und zwar eine Multiple. Ich glaube, FC Porto ist das, glaube ich. Hier steht ein Jahr drauf, 2014, für Mexiko. Dann haben wir hier Club und Country, Teammate Science 2015, Herrera und Corona. Ob das jetzt zwei Mexikaner sind, könnte das sein? So sieht die aus, die Multiple. Schön nach oben halten. Tut doch schön glitzern. Richtig stark. Das ist auch eine Extra-Karte. Die mache ich mal hier auf die Base-Karten. Dann haben wir hier eine. Was ist denn das für eine? Milestone. Hier steht's. Muss ich ja schon mal suchen. 24 times Dutch Champions. PSV Eindhoven. 15.04.2018. So. Milestone. Ja, ich mache das Video extra ein bisschen länger hier. Was heißt länger? Ich halte euch die Karten länger in die Kamera. Ist ja das erste Video jetzt nach dem Erscheinen. Ich habe gesehen, Collectosk oder wie der heißt, der hat ja auch schon ein Multipack aufgemacht. Wird bei mir auch morgen kommen noch. Ihr werdet es ja sehen. Werde ich heute noch alles drehen und dann kommt heute das hier und morgen kommt dann das Multipack. Hier haben wir José Calderón von Neapel. Dann haben wir Ousmane Dembélé von Barcelona. Der ehemalige Dortmunder. Dann hier Lucas Hernandez. Ich glaube, ich mache die in eine extra Mappe, weil ich habe noch eine leere, bis das Starter Pack kommt.
Oh, hier haben wir was für Kolle. Guido Burgstaller von Schalke. Dann haben wir hier. Ah, das ist hier von dem FIFA World Cup Heroes. Ivan Rakitic. Also das Design ist schon eher an das WM Adrenalin XL gemacht worden. Der Hintergrund. Dann hier das Emblem oder wie man das nennt. Das Bild. So, da haben wir jetzt noch eine neue Karte hier. So, dann haben wir hier eine Fans Favorite Miranda. Matches 100 plus. Richtig, richtig nice. Und dann haben wir auch schon den letzten Booster von dem Blister. Okay, die riechen ein bisschen. Aber egal. So, schauen wir mal. Hier haben wir Marco Asensio von Real Madrid. Dann haben wir hier von Atletico Madrid Saul. Dann haben wir als nächstes Nelson Semedo von Barcelona. Hier oben unter dem FIFA 365 stehen dann die Zahlen drauf für zum Sortieren. Hier haben wir dann Isco von Real Madrid. Dann haben wir hier einen Game Changer. Edison Cavani, Goals plus Assist 52. Auch schön gehalten, diese Karten. Game Changer haben wir noch nicht gehabt, nein. So, dann haben wir hier noch eine Impact Signing. Alex Meret von Neapel, 22.03.1997. So sieht die aus. Das war der Blister zu der neuen Serie. Hier könnt man ja mal sagen, was, welche eure Karte, welche Karte euch gefällt. Fallen tut, also welche ist euch lieber, also Game Changer oder hier die Defensive Rock oder die Fans Favorite oder die Impact Signing, die Milestone, dann haben wir hier noch die FIFA World Cup Heroes, hier haben wir die Limi, dann haben wir die Club Badges und dann hier noch die Multiple. Oder gefallen euch alle? Oder hier die Base-Karten? Jo. Also mir gefallen jetzt. Also mir gefällt die auf jeden Fall. Die gefällt mir. Dann gefallen mir diese hier sehr gut. Diese Club-Badges. Die Limis sind eigentlich auch gut gelungen. Also diese Karten hier, die gefallen mir. Die ist auch gut gemacht worden. Eigentlich sind alle gut gemacht worden, finde ich. Ja, mir könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche euch am besten gefallen. Ja, morgen kommt noch ein Video mit dem Multipack. Freut euch drauf. Bis dann und ciao.